Hausreinigung Lapinski? Keine Sorge, Herr Kepler, ich bin unterwegs. Nein, nein, Sie können sich auf mich verlassen. Wenn Ihre Schwiegermutter heute Abend kommt, finden Sie kein Staubkorn mehr in Ihrer Wohnung. Ja, bestimmt. Bis gleich. Da ist die Frau Lapinski, von der ich dir erzählt habe. Lela, ich sollte schon längst bei Herrn Weller sein. Bitte, Hanna, jetzt lass mich nicht hängen. Die Frau ist wirklich in einer verzweifelten Situation. Und ich habe ihr gesagt, wenn ihr noch jemand helfen kann, dann bist du das. Na klar, Hanna kann über Wasser gehen und Lahme sehen. Wenn schon, dann Lahme gehend und Blinde sehend. Frau Lapinski, Lela hat mir von ihren Problemen erzählt, allerdings nur in Bruchstücken. Grüß Gott. Grüß Gott. Das ist wirklich sehr lieb von Ihnen, nur ich weiß nicht, wie ich... Erzählen Sie ruhig alles. Auch das, was Ihr Mann gesagt hat. Lela, bitte. Kommen Sie. Ja. Setzen wir uns. Wenn ich Lela richtig verstanden habe, soll Ihr Haus zwangsverstattet werden? Ja, morgen um 10 Uhr ist der Termin. Was schon? Rausgeworfen hat uns die Polizei aber schon vor einer Woche. Jetzt hausen mein Mann und unsere Tochter und ich in meinem Campingbus von einem Freund in seinem Garten. Ach du Schande. Schwester, so wie diese Lügner uns betrogen haben, das schreit zum Himmel. Aber ich dachte, Sie haben sich mit den Hypotheken übernommen. Das stimmt so nicht ganz. Rolf hatte unser kleines Haus zusammen mit seinen Freunden gebaut. Über 4 Jahre hat das gedauert. Und alles, was wir verdient haben, er mit seinem Job im Baumarkt, ich mit meiner Putzfirma, haben wir da reingesteckt. Nur als es an den Innenausbau ging, da haben wir einen Kredit aufnehmen müssen. Das heißt, die Bank hat ihn uns praktisch aufgedrängt. Ist doch alles kein Problem mit dem Grundstück als Sicherheit und dem fast fertiggestellten Bauprojekt. Aber dann hatte Rolf diesen Unfall mit dem Gabelstapler und ist seitdem halbinvalide. Den Rest können Sie sicher denken. Dann sind Sie mit den Raten in Verzug gekommen. Ja, Sie haben sogar die Zinsen erhöht, weil wir ja jetzt ein Risiko sind. Und als ich mich bei dem Herrn Kreditberater beschweren wollte, da hat er kalt lächelnd gesagt, dass unsere Hypothek schon längst an irgendwelche Investoren verkauft worden sei. Wissen Sie zufällig an wen? An irgendwelche Strohmänner von dem Huber. Hermann Huber? Ja, dieser Unmensch. Der war sowieso sauer, dass wir das Haus ohnehin hingestellt haben. Na, da werde ich mal sehen, was ich tun kann. Wenn es nicht schon zu spät ist. Also mein Mann, der macht mir richtig Angst, Schwester. Wieso? Gestern, da hat er gesagt, bevor der Huber das Haus kriegt, fackelt er es lieber ab. Ei. Ja, und dann... Ist gut, Frau Lapinski. Man sagt viel, wenn man verzweifelt und deprimiert ist. Ich krieg das schon irgendwie hin. Wunder sind meine Spezialität. Danke, Schwester. Wo finde ich denn Ihren Mann? Er hat jetzt endlich wieder einen Job als Parkwächter im City-Markt. Ah, und wie kann ich Sie erreichen? Ach, ja, eine Karte. Oh Gott, die Polizei. Nein, 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 nein. Das ist nur der Herr Meier. Der hat ganz andere Probleme. Fahren Sie ruhig, ich melde mich dann bei Ihnen, ja? Morgen, Schwester. Morgen, Herr Meier. Ich habe leider überhaupt keine Zeit. Aber dann mache ich Sie persönlich dafür verantwortlich, falls Ihre Schwester Agnes meine Observierung sabotieren sollte. Observierung? Ach so, Ihre Gartenzwerge. Kann ich Ihre Leiter haben? Es gibt da einen Observierungsbaufen. Von dem aus ich alles gut überblicken kann. Von mir aus haben Sie sich mit Ihrer Frau versöhnt, wie versprochen? Nein. Na dann fallen Sie mal ruhig von Ihrem Observierungsbaum. Danke. Was? Ist er schon wieder? Jetzt hat er sogar eine Kamera dabei. Was macht er denn mit unserer Leiter? Der kann doch nicht einfach unsere Leiter mitnehmen. Agnes, jetzt lass ihn doch. Ehrlich, Agnes, auf die Dauer kannst du sowieso nicht verhindern, dass er den Gartenzwergdieb erwischt. Also, das will ich jetzt wissen. Herr Meier! Guten Morgen, Schwester Agnes. Schwester Hanna hat mir erlaubt, dass ich mir ihre Leiter ausleihe. Aha. Ein Einschreiben, Herr Bürgermeister. Ja, ich unterschreibe grundsätzlich nichts und schon gar nicht vom Frühstück. Von wem ist der? Der Rechtsanwälte Rogowski und Partner. Nein, danke, unzustellbar, da machen Sie sonst irgendwo ein Kreuz. Herr Weller, was? Bitte, Sie müssen unterschreiben, sonst ist es eine Annahmeverweigerung und Sie kommen in größte Schwierigkeiten. Oh nein, nicht die auch noch. So. Guten Morgen. Morgen. Herr Böller? Küche! Knalltüte! Was?
Nein, nicht Sie. Ja, sagen Sie mal, Sie sind ja noch gar nicht umgezogen. Sie müssen doch auf die Gemeinderatssitzung. Ist auf 15 Uhr verschoben. Ja, weil der Allgäuer hat irgend so ein Radio-Interview. Wollen Sie auch einen Kaffee? Nein, danke. Und ich fahre extra gestern Nacht noch nach München, um der Mutter den Vertrag rauszuleiern, wie Sie immer so schön sagen. Aber bitte, hier, schon unterschrieben. Mhm. Können Sie gleich wieder zurück nach München fahren? Was, wieso? Ja, 3 Millionen hat sie von mir bekommen. Die will ich auch von ihr haben, die 3 Millionen, ja, von dieser schwarzen Mamba. 2,5 Millionen? Oh, das ist doch unglaublich. Wenn ich damit zum Gemeinderat gehe, lachen die mich aus. Ja, also dann müssen Sie jetzt nach München fahren und das der Mutter beibringen. Bis 15 Uhr schaffen Sie das allemal. Nee, Schwester. Sie haben meinen Job in München vermasselt. Sie wollen das Klostergelände wieder zurückhaben. Und Sie wollen, dass ich kandidiere. Ach, hören Sie doch auf. Stimmt doch, oder? Ja, Ihnen zuliebe. Mir? Ja, Ihnen. Weil ich nicht will, dass Ihnen der Prozess gemacht wird. Und weil ich nicht will, dass auf unserem Klostergelände irgendwelche paramilitärischen Kampfspiele stattfinden. Also gut. Ich fahre nach München. Aber dafür müssen Sie mir einen Gefallen tun. Muss ich das? Ja, und zwar müssen Sie Ihrem Freund Huber klar machen, dass er das Haus eines Herrn Lapinski morgen nicht zwangsversteigern lässt. Oh, Schwester. Bitte, Herr Wöller. Oder wir vergessen das Ganze. Es geht nicht, Schwester. Selbst wenn ich wollte, weil das kam eben per Einschreiben. 2 angebrochene Rippen und ein ausgekugeltes Schultergelenk. Also wirklich. Naja, er ist zwar stärker, aber nicht so schnell wie ich. Und ich habe ja, wie Sie wissen, auch etwas abgekriegt. Aber es sieht schon viel besser aus. Danke. Aber renn ich deswegen gleich zum Anwalt? Ja, jedenfalls glaube ich nicht, dass er in der Stimmung ist, mir zuliebe eine Zwangsversteigerung abzublasen. Aber wenn Sie ihm versprechen, wieder gegen Allgäuer zu kandidieren, vielleicht doch. Schwester, wir drehen uns im Kreis. Kandidieren kann ich nur, wenn ich 3 Millionen habe. Ja. Sie kriegen Ihre 3 Millionen und ich fahre nach München. Aber Sie klären das mit Ihrem Freund Huber. Jedenfalls freut es mich, dass Sie begriffen haben, wie jetzt der Hase läuft in Kaltental. Ja, und bis zur Wahl in 2 Wochen, die ja ohne Gegenkandidaten eine reine Formalität ist, sollten Sie in der Lage sein, mir und meinen Geschäftspartnern Pläne vorzulegen. Überhaupt kein Problem, Herr Doktor, überhaupt kein Problem. Sehen Sie nur zu, dass Sie die Genehmigung durchdrücken für die Zufahrtswege und die sanitären Anlagen. Und dann, Herr Doktor, kann ich nur sagen, hau rein, Kapelle. Hier im Rathaus weht jetzt ein neuer Wind. Ja. Herr Huber, nein, machen Sie sich da mal keine Gedanken. Oh Gott, entschuldigen Sie die Schulter. Ist nicht so schlimm, Herr Doktor, nicht so schlimm. Ja, aber da könnten Sie dem Wöller doch glatt noch eine Klage anhängen, ja? Weil das ist ja schon fast kriminell. Hab ich doch. Sehr gut, sehr gut. Weiter so. Was habe ich Ihnen gesagt, Frau Labern? Die kommen alle angekrochen und machen lieb Kind bei mir. Opportunisten. Na, egal. So, ich bin jetzt im Sender, dann zum Lunch mit Frau Dietrich, meiner neuen Assistentin. Ach ja, Frau Labern, könnten Sie bitte beim Hausmeister anrufen und dafür sorgen, dass hier ein 2. Schreibtisch reinkommt, mit Telefon und allem drum und dran? Hier, bei mir? Ja, aber natürlich nur, bis Frau Dietrich eingearbeitet worden ist. Von Ihnen, versteht sich. Und dann werden wir sicher auch eine neue Tätigkeit für Sie finden. Eventuell unten im Katasteramt. Laut Herrn Lehmann haben wir da nämlich noch eine Vakanz. Hermann! Nix, Hermann. Geh mir bloß aus den Augen, du. Mensch, Hermann, das war doch nicht das erste Mal, dass wir uns geprügelt haben, ja? Aber vielleicht das erste Mal, dass du ein bisschen mehr abbekommen hast als ich. Also Schwamm drüber, okay? Ah, dann hast du also mein Einschreiben bekommen. Hab ich. Aber weil ich großzügig bin, habe ich es ignoriert. Bei mir ist unsere Freundschaft wichtiger. Freundschaft? Dass dir das Wort nicht im Halse stecken bleibt, das ist ein Wunder, wirklich. Aber erstick dran. Ach, jetzt lass mich mit dir in Ruhe. Na gut, wollte nur einen Gefallen tun. Du mir? Ja. Wieso? Dass du morgen nicht auf deinen Arsch fällst, ja, bei der Zwangsversteigerung beim Lapinski. Was ist denn da? Ja, der ist in der Lage, zündet sein eigenes Haus an. Ach, du spinnst doch. Hermann, pass auf. Ich mache dir einen Vorschlag. Ich verspreche dir, dass ich wieder in den Wahlkampf einsteige und du versprichst mir, dass du dem Lapinski einen geschmeidigen Hypothekenratenvertrag verschaffst. Okay? Ich mache dir einen Vorschlag. Okay. Du ziehst ins Seniorenheim und belegst einen Töpferkurs und ich pfeife dafür meine Anwälte zurück. Ja, aber dann ist doch der Allgäuer wieder am Ruder. Und weißt du, was der vorhat? Mit dem Klostergelände? Ja, ein Camp. Ja,
Ja, mit einem Hotel und 200 Betten. Und einem Olympiapool und Trainingsstätten und Zufahrtswegen und Parkplätzen. Und weißt du, wer eben die baut? Ich. Hermann, das wird kein Hotel, du wirst sehen. Das wird eine Kaserne. Und? Jeder muss sehen, wo er bleibt. Auf jeden Fall weiß der Mann, was er tut, im Gegensatz zu dir. Ach, der Herr Altbürgermeister. Ja, was führt Sie denn ins Rathaus? Ich hoffe, Sie haben nichts dagegen, dass ich Ihr Schild am Parkplatz draußen vor der Tür habe austauschen lassen. Und ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn Sie Ihren Wagen in Zukunft draußen bei den Parkuhren abstellen würden. Oder gleich vorm Ochsen, wo Sie ja jetzt, wie ich höre, Ihre Sprechstunde abhalten. Weichei. Gott sei Dank, Herr Wohler. Stellen Sie sich vor, was dieser Mensch vorhat. Hier will er einen zweiten Schreibtisch aufbauen für seine Assistentin. Der Mensch darf nicht Bürgermeister werden. Ja, mein Obst hat er auch weggesoffen. Ach was, das war der Lehmann. Und den Rest hat eben der Huber gekippt. Wobei wir beim Thema wären. Haben Sie gelauscht wie üblich? Wie üblich will ich überhört haben. Ja, habe ich. Aber nur Ihnen zuliebe. Ist es wahr, dass der Huber zum Allgäu übergelaufen ist? Und das mit fliegenden Fahnen. Hau rein, Kapelle. Klar, Herr Doktor, ist doch kein Problem, Herr Doktor. Wir werden uns schon einig, Herr Doktor. Ja, wahre Freunde hat man nur, wenn dabei was rausspringt. Mir ist das alles zu viel. Ich hätte große Lust, den Konrad zu heiraten und mir einen schlauen Lenz als Hausfrau zu machen in seiner Doppelhaushälfte in Auingen. Ach nee, dann war der zweite Anlauf ein voller Erfolg. Ja, das kann man so sagen. Aber ich hatte nichts zum Frühstücken zu Hause, nur ein paar Karotten und so einen restfettarmen Joghurt wegen meiner Diät. Zum Frühstück? Ach was, ich hätte Lust, alles hinzuschmeißen, genau wie Sie. Nein, damit warten Sie bis nach der Gemeinderatssitzung, weil wir beide halten hier die Stellung, bis die Schwester Hanna aus München kommt, okay? Okay. Gasser vom Nachtexpress. Können Sie mir sagen, was die Polizei bei Ihnen im Hotel will? Das entzieht sich meiner Kenntnis. Guten Tag. Wer hat den Schlüssel für diese Schubladen? Das ist privat. Schwester, bitte. Je weniger Sie uns aufhalten, desto schneller sind Sie uns wieder los. Guten Tag. Mutter, was ist passiert? Hausdurchsuchungsbefehl. Mir sind die Hände gebunden. Aber das wird Konsequenzen haben für die Herren. Ja, aber was wirft man uns vor? Ich weiß es nicht. Bischof Horstbauer und sein Anwalt sind schon unterwegs. So, da sieht einer an. Was haben wir denn da? Das sind ja Zigtausende. Hildegard. Mit der Banderole der Privatbank Scherer und Wegener. In die am Wochenende eingebrochen wurde. Was? Oh mein Gott. Was? Und zwar exakt so, wie Sie es in Ihrem Roman Die Leiche im Tresor beschrieben haben. Durch die Decke, sprich den Fußboden der Im- und Exportfirma über dem Tresor. Also, Schwester, fällt Ihnen dazu irgendetwas Passendes ein? Ich muss doch hinzufügen, dass alles, was Sie jetzt sagen, gegen Sie verwendet werden kann. Also? Hildegard! Ich weiß, woher das Geld kommt. Bitte? Das sind die Auslandstantiemen von dem Roman, die der Agent von Schwester Hildegard ihr in bar ausgezahlt hat. Abzüglich Steuern und seiner Provision, versteht sich. 70.000 oder mehr? Ja, der Roman ist sehr erfolgreich, da kommt schon einiges zusammen. Das mag schon sein. Aber warum in bar? Weil... Um mir Ihre Einkünfte zu verheimlichen, Herr Kommissar. Die der Regel gemäß eigentlich dem Orden zustehen. Zu dem auch Kloster Kaltental gehört, Mutter. Was soll das heißen? Hildegard hat uns ab und zu mit dem Geld über die Runden geholfen. Das ist zwar eine äußerst rührende Geschichte, aber nehmen wir mal an, Ihr Komplize, dieser Agent, hat angeregt durch das Buch einen Einbruch geplant und da ist ihm doch das Bankhaus Scherer und Hegener hier gegenüber geradezu recht gekommen. Ehrlich, so dumm ist nicht mal der Herr Stolpe. Hanna, du musst dem Herrn erklären, dass Herr Stolpe immer meinen Scheck vom Verlag dort eingetauscht hat. Was geht hier vor? Exzellenz, das wird Ihnen der Herr Kommissar erklären. Ich muss mich um die Mutter Oberin kümmern.
Exzellenz. Bischof Rossbauer ist jetzt mit seinem Anwalt da. Der wird das schon klären. 70.000 Euro. Und ich quäle mich mit meinen Geldsorgen durch schlaflose Nächte. Aber ich dachte, Sie haben die Verluste, die Sie an der Börse gemacht haben, wieder ausgeglichen. Ja, schon. Sonst könnte ich es mir ja kaum leisten, den Klosterwald zurückzukaufen. Ich nehme an, Sie kommen mit dem unterzeichneten Kaufvertrag? Leider nein. Wie? Herr Wöller weigert sich, ihn so zu akzeptieren, und Sie wissen auch warum. Der Herr Wöller braucht 3 Millionen, Mutter. Sonst braucht er erst gar nicht zur Wahl antreten. Mit der Mutter. Es kann noch kaum Ihr Wunsch sein, dass dieser neokonservative Allgäuer sich in unserem Kloster auch noch Unterkünfte für seine Jungaktivisten bauen lässt. Und in unserem Wald mit Platzpatronen rumballert. Na gut, meinetwegen. Alles klar. Die Herren haben das Geld zwar vorläufig beschlagnahmt, aber sie sind losgezogen. Und Dr. Schwanthaler hat sie dementsprechend vergattert. Aber ich denke, irgendwer sollte sich um Schwester Hildegard kümmern. Ich mach das. Also Sachen gibt es, die gibt es gar nicht. Hätte nur gefehlt, dass auch noch eine Leiche im Tresor gelegen hätte. Sich exakt an die Vorlage von Leiche im Tresor gehalten haben, entstand der lächerliche Verdacht, dass Schwester Hildegard etwas damit zu tun haben könnte. Herr Stolpe, Sie sollten das nicht so an die große Glocke hängen. Aber ja doch! Eine bessere Promotion für den Roman gibt's doch überhaupt nicht. Razzia im Kloster, nicht? Krimi-Autorin bekannt durch ihre Auftritte beim Wort zum Sonntag als Bankräuberin verdächtigt. Und was haben Sie damit zu tun? Ich bin Agent. Wie bitte? Literaturagent. Ich bin Klaus-Dieter Stolpe von der Agentur Stolpe. Und ich als Ihr Agent wurde auch der Mitwisserschaft beschuldigt und von der Polizei unerbitterlich verhört. Also, Sie Unglückswurm, es ist Ihnen doch hoffentlich klar, dass derartige Eskapaden nicht ohne Konsequenzen bleiben können und dürfen. Zur Strafe machen Sie Herrn Rossbauer endlich sein Fläschchen Holundersekt auf. Und mir auch ein Glas, wenn ich bitten darf. Gern. Und was das Geld angeht, Klaus-Dieter, ich meine, Herr Stolpe ist schon auf dem Weg hierher und... Jetzt bringen Sie erst mal den Sekt. Ja. Was feiern wir eigentlich? Wenn Herr Wöller unterschrieben hat, dann sitzen wir in Kaltental auf dem größten, derzeit bekannten Indiumvorkommen in Deutschland. Oma, komm raus. Sag mal, bist du von allen guten Geistern verlassen, Oma? Gartenzwerge klauen. Und das als Großmutter eines Polizisten. Wenn das rauskommt, dann bin ich doch erledigt, Oma. Wieso? Ich hab den armen Zwerglein doch nur die Freiheit wiedergegeben. Immer eingesperrt hinter Gartenzäunen. Das ist doch kein Leben für einen kleinen Zwerg. Ja. Ja, das kommt in den Kofferraum. Und dann bringe ich dich nach Hause.
Dort bleibst du gefälligst, bis ich den Fall abgeschlossen habe. Abgeschlossen? Was soll das heißen? Mich einsperren? Das sage ich der Trude. Wie kann man nur auf eine derartige Schnapsidee kommen? Schnapsidee? Lauf du mal in Ort herum und schau in die Vorgärten. Da stehen sie da, die armen Kerle, und schauen dich an. Also, ich fand die Idee wunderbar. Und bestimmt auch jeder, der ein bisschen Sinn für etwas Schönes hat. Aber davon verstehst du ja gar nichts. Jetzt gehen wir erstmal nach Hause. Ja. Und bitte, Oma, kein Sterbenswörtchen zu niemand, hast du gehört? Ja. Oma, wir fahren. Und vor allem nicht zu Trude, sonst garantiere ich für nichts, wenn das rauskommt. Dann stecken sie dich womöglich doch in die Klapsmühle. Ja, 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 jetzt werde ich gleich so dramatisch. Wichtig ist nur, dass wir die Presse daraus halten. Semper aliquid heret, wie der Lateiner sagt. Es bleibt immer etwas hängen, wenn man mit Dreck beworfen wird. Und vor allem Sie, Schwester Hildegard, in Ihrer exponierten Stellung beim Wort zum Sonntag, können sich das nicht leisten. Ah, da ist ja unser Herr Stolpe. Ich hoffe mit guten Nachrichten. Ja, ist alles da. Auf Heller und Pfennig. Schließlich ist in meiner Buchhaltung jede Quittung, jeder Beleg abgelegt. Die Herren hatten keine Wahl, als mir das Geld zurückzugeben und sich bei mir in aller Form zu entschuldigen. Sehr schön. Danke. Und Herr Stolpe, kein Wort davon zu irgendwem von der Presse? Natürlich nicht. Für wen halten Sie mich? Wollen Sie auch ein Glas? Ja, später. Ich muss ganz dringend wohin. Na dann, Prost. Prost. Nachtexpress City News. Stolpe, von der Agentur, Künstleragentur Stolpe. Ich habe eben einer Reporterin von Ihnen namens Maria Gasser ein Interview gegeben. Ja, und? Von dem darf kein Wort erscheinen. Links von der Mitte, rechts von der Mitte. Das ist doch alles haltloser Etikettenschwindel. Tatsache ist, dass die überwiegende Mehrheit der Bürger unseres Landes sich von allem, was sich links von der Mitte bewegt, verraten und verkauft fühlt. Ich stehe jedenfalls auf der rechten Seite und nicht auf der falschen, wie mein Vorgänger Wolfgang Köhler. Halt die Klappe! Ja, wo ist die Frau? Sonst ist die Sitzung vorbei. Sie kommt. Hallo, Schwester. Und den Vertrag? Hat sie auch. Also gut. Wie abgemacht. Sie führen das Protokoll und schicken das Ganze an die Redaktion vom Kaltenthaler Boten. Ja, alles klar. Ja. Alles klar? 3 Millionen? Ja. Also dann auf in den Kampf. Moment. Was ist mit Herrn Huber? Haben Sie ihn erwischt? Ja, habe ich. Aber das ist nichts zu machen. Der schaltet auf stur. Aber haben Sie ihm denn nicht gesagt, dass die Gefahr besteht, dass der Herr Lapinski durchdrehen könnte? Auch das habe ich, aber das geht ihm sonst wo vorbei. Oh. So. Und jetzt, Schwester, wollen Sie mit rein und Zeuge eines historischen Augenblicks werden, wenn ich den Allgäuer in ein übelriechendes Häuflein Elend verwandle? Liebend gern, nur ich muss den Herrn Lapinski finden. Ja. Aber ich bin sicher, Sie machen das hervorragend. Wie immer. Toi, toi, toi. Der Countdown läuft. 3, 2, 1, Sie kommen. Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich weiß nicht, ob Sie sich noch an mich erinnern, aber ich war früher mal euer Bürgermeister und dickster Freund, bis euch dieser Rattenfänger von Allgäuer so lange schwindlig geredet hat, bis ihr umgefallen seid. Das müssen Sie mir von Ihnen nicht anhören, Herr Böller. Jetzt machen Sie eine Kehrtwende, bevor ich Sie vom Hausmeister entfernen lasse. Oder Sie machen diese halbe Pirouette. Sie können sich ruhig setzen. Es dürfte Sie interessieren, dass es mir gelungen ist, das Klostergelände für 3 Millionen wieder zurückzuverkaufen. Stimmt's, Kollege Lehmann? Ja, 3 Millionen. Genau. Also das heißt, damit dürfte der Vorwurf, Treuhandgelder veruntreut zu haben, vom Tisch sein. Und einem fulminanten, erdrutschartigen Wahlsieg steht nur noch ein gewisser Allgäuer im Weg mit seinen sogenannten jungkonservativen Anhängern. Ja, aber Sie glauben doch nicht, dass ich das unterschreibe, lieber Böller. Das Grundstück, auf dem das Kloster steht, gehört immer noch der Gemeinde. Ja, das müssen Sie ja gar nicht. Ich unterschreibe. Ich bin ja immer noch der Bürgermeister. Ach ja? Ja, wenn meine Kollegen meinen Rücktritt vom Rücktritt bestätigen und mir noch einmal eine Chance geben. Also bitte, wer ist dagegen? Gegenprobe?
Tschüss, Herr Allgeier. Vergessen Sie nicht, Ihren Krempel aus meinem Büro mitzunehmen. Und dann noch das Parkschild unten am Parkplatz. Tja, meine Damen und Herren, ich bin wieder da. Herr Lapinski? Sehe ich so aus? Nee, Schwester, der macht heute blau, hat er gesagt. Und wo ich ihn finden kann, wissen Sie ja auch nicht. Richtig. Und wo ist er? Das habe ich doch gerade gesagt, ich weiß es nicht. Können Sie mal aufmachen? Ich will da wenden. 3 Euro. Soll das ein Witz sein? Ich will da nur umdrehen. Ja, warum sitze ich denn hier? Reinfahren kostet. Herr Gierke, labern hier. Ich habe eine neue Titelseite für Sie. Das schaffen Sie doch noch heute vor Redaktionsschluss. Wunderbar. Also, Bürgermeister Wöller wieder in Amt und Würden oder Wahlkampfendspurt wird wieder spannend. Sie sind die Erste, die ich feuern werde nach dem Wahlkampf, Frau Labern. Das steht fest. Ja, ja. Haben Sie gehört, Herr Gierke? Im Campingbus ist er auch nicht. Also langsam wird mir Angst und Bange. Wo könnte er denn noch sein? Vielleicht ist er doch zum Haus. Zu Ihrem Haus? Ja, um Abschied zu nehmen oder sowas von unserem Traum. Ach, ich weiß es doch auch nicht, Schwester. Ich habe jetzt noch 2 Kunden, dann helfe ich Ihnen suchen. Nein, wissen Sie was? Lassen Sie es gut sein. Wie komme ich dazu, Sie mit unserem Problem zu belasten? Das Haus ist weg und Rolf muss einfach lernen, es zu begreifen. Nein, Frau Lapinski, Ihr Mann ist ausgenutzt und hintergangen worden. Das kann man nicht einfach wegstecken. Tag, Herr Lapinski. Lassen Sie mich raten, Sie buddeln hier die Sträucher und Bäume aus, bevor Ihr Haus morgen unter den Hammer kommt? Ja, und? Ihre Frau war heute Morgen bei mir. Sie macht sich Sorgen, dass Sie Ihre Drohung wahrmachen und das Haus anzünden. Das habe ich gesagt, ja. Aber doch nicht mein Haus. Allenfalls die Bonzenvilla vom Huber oder die Bank. Und was machen Sie mit den Pflanzen? Bis zur Versteigerung gehören die immer noch mir. Und die hier, die gebe ich meinem Kumpel. Ach, verstehe. Aber was ich nicht verstehe, ist, wie das alles hier zusammenhängt. Ihre Frau hat versucht, mir das zu erklären, aber was ist Ihr Haus eigentlich wirklich wert? Naja, ich habe 200.000 reingesteckt. Ins Grundstück und so über die Jahre und die Bank hat es schätzen lassen auf 400.000 und 200.000 haben wir uns geliehen. Das heißt, Sie haben 200.000 Euro Schulden? Dazu Verzugszinsen und Gebühren und. Und was glauben Sie, bringt die Versteigerung morgen? Nichts. Wie nichts? Die Investorengruppe, die mit dem Huber angetreten ist, die bieten noch 80.000, vielleicht 120.000. Weil kein Schwein mit denen mitbietet, weil es keiner weiß. Und wenn sie den Zuschlag kriegen, in 2-3 Monaten verkaufen sie es fürs Dreifache. Aber das heißt, Sie sind Ihr Haus los und haben trotzdem jede Menge Schulden? So sieht's aus, Schwester. Und eins steht fest. Ich trau keinem mehr. Keinem, Ihnen auch nicht. Sind Sie doch mal ehrlich. Was ist denn für Sie drin, dafür, dass Sie hier rumstehen? Ha, Gotteslohn. Seligsprechung, wenn Sie dann unter die Erde liegen. Nein, Herr Lapinski.
Leider nicht. Ich handle mir höchstens eine Depression ein und liege die halbe Nacht wach. Und bei jedem Martinshorn denke ich, ein gewisser Herr Lapinski hat die Nerven verloren und hat irgendwas Dummes angestellt. Danke, Schwester. Sehr lieb. Jetzt auf Wiedersehen, die Pflanzen warten. Hans, die Kaffeemaschine ist kaputt. Naja, das ist natürlich kein richtiges Hotel. Verstehen Sie, das ist mehr so eine Jugendherberge mit Kojenbetten und... Wie im offenen Vollzug, oder? Ja, genau. Aber natürlich ohne Stacheldraht. Kriegen Sie das in 3 Wochen hin? Sicher. Ja, wunderbar. Ich meine, der Allgäuer drückt das nämlich heute Nachmittag im Gemeinderat durch. Kein Problem. Gut. Heinz, geh du schon mal vor und bestell für alle anderen, ja, hallo. Geht natürlich alles auf mich. Alles klar, Wolfgang, du hast eben Stil. Das kann man so sagen. Ja, Hermann, wie du siehst, bin ich wieder im Geschäft. Und Lehmann und meine Parteigenossen werden mich auf Schultern zum Wahlsieg tragen. Ja, Hermännchen, Allgäuer ist nicht mehr. Und deinen Kasernenauftrag, den kannst du dir in die Haare schmieren. Ja, weil das Gelände gehört wieder den Nonnen und 3 Millionen fließen wieder auf das Treuhandkonto. Alles so, als wäre nichts gewesen. Hermannchen, wollen wir uns wieder vertragen? Du bist Geschichte, Wolfgang. Mhm. Ein Zombie, ein wandelnder Leichnam als Politiker, verstehst du? Du kannst nicht deinen Wähler mit nacktem Arsch ins Gesicht springen und dann kommst du 2 Wochen vor der Wahl wieder und sagst, April, April, es war gar nicht so gemeint. Das geht nicht, das kannst du vergessen. Mhm, ja, wie du meinst. Aber dann komm hinterher nicht angekrochen und heule Rotz und Wasser, weil dann kenn ich dich auch nicht mehr. Ach nee, die Herren vertragen sich wieder. Ja. Das ist aber schön. Ja. Ich komme nämlich gerade von Herrn Lapinski. Ja, schönen Gruß. Ja, Moment, warten Sie doch, ich habe eine Idee, Herr Huber. Also, ja, das hab ich gern. Was denn? Ich besorge Ihnen Ihre 3 Millionen wieder und Ihren Job, aber wenn ich einmal was brauche, läppische 30.000 oder 40, ja? Ja, sagen Sie bloß, Sie wollen bei der Versteigerung mitbieten. 70.000 bekomme ich von Schwester Hildegard. Hm? Und wenn Sie mir den Rest vorschießen, dann hab ich das Haus. Frage. Mhm. Was dann? 400.000 Euro ist das Haus wert. Mhm. Ja, dann dürfte es doch kein Problem sein, eine Hypothek von 100.000 zu bekommen, mhm, mit der dann der Herr Lapinski sein Haus bei uns wieder zurückkauft. Mhm. Na, was denn? Ist doch ein toller Trick, oder? Schwester, Sie trinken zu viel Weihwasser, weil das verblendet Sie, ja? Das versperrt Ihnen den Blick, wie die Welt und vor allem diese Hubers wirklich ticken. Herr Huber, sag ich schon. Herr Wöller, bitte. Mhm. Morgen früh um 10, hm? Denken Sie doch an Ihr Image und die Schlagzeile. Bürgermeister Wöller verhindert Zwangsversteigerung. Na, da wird doch jeder Häuslebauer und Ratenzahler ein Kreuzlein um Ihren Namen machen. Hm? Das hat's was. Also, Sie kommen? Mal sehen. Oh, Herr Wöller. Ja, ha. Sagen Sie, wo hat die Schwester Hildegard 70.000 her? Hat die eine Bank überfallen? Schwester Hanna! Hallo, Frau Laban. Guten Tag. Haben Sie schon gehört? Herr Wöller kandidiert wieder. Und den Herrn Allgäuer hat er vor die Tür gesetzt. Ja, ja, die feiern da drin. Na, Herr Hausmann, haben Sie Ihren nochmaligen Anlauf nicht bereut? Nein, nein. Wir sind sozusagen ein Herz und ein Seel. Dank Ihnen. Ja, aber vielleicht sollten wir dann doch lieber zum Italiener gehen, wenn der Herr Wöller hier drin mit allen feiert. Auf jeden Fall viel Spaß. Wiedersehen. Danke. Danke. Oder vielleicht zum Inder. Ja, ist auch gut. Auch gut, ja. Sehr gut, ja. Wir wollten dich abholen und mit dir zusammen essen gehen, hat der Papa gesagt. Ja, nichts Besonderes. Ich habe von Klaus 2 Gutscheine bekommen für die neue Pizzeria. Rolf, ausgerechnet heute, wo doch morgen die Versteigerung ist. Christa, gerade jetzt. Ich lasse mir noch nicht von irgendjemandem mein Leben kaputt machen. Du hast mit Schwester Hanna gesprochen. Ja, aber vergiss Schwester Hanna, was kann er die schon machen? Aber das ist kein Ende, Christa. Das ist ein Anfang. Lass uns gemeinsam neu anfangen, ha? Diesmal legt uns keiner rein. Diesmal wird nach meinen Spielregeln gezockt. Gezockt? Was ist das? Schon gut, Sandra.
Tja, dann, wenn ihr mir noch helft, die restlichen Kanister rauszutragen, können wir. Ja, klar, oder? Komm, Sandra, komm. Also nee. Haben Sie mit Ihrer Frau gesprochen, Herr Meier? Nee, aber ich brauche Ihren Rat in einer anderen, äußerst heiklen und eben auch familiären... In dem Fall tut es mir leid. Sie haben es mir versprochen, Herr Meier. Ende der Fahnenstange. Herr Meier. Jetzt nicht. Schwester? Nein. Schwester. Magdalenenstift, Büro Frau Dr. Dr. Reuter. Hildegard, Gott sei Dank, du bist noch da. Ich brauche dich. Das heißt, ich brauche deine 70.000. Sag mal, spinnst du? Außerdem hat die Mutter die schon längst kassiert. Was denkst du denn? Wie kassiert? Ist das Geld noch im Haus? Na klar, in ihrem geheimen Safe. Den kennt jeder hier. Was? Wo? In ihrem Beetschemel, unten im Polster. Ah, also hör zu, Hildegard. Du nimmst das Geld... Lässt dir irgendeine Ausrede einfallen und bringst es morgen punkt 10 Uhr zu folgender Adresse in Kaltental. Wie soll ich das denn machen? Ach, Hildegard, du schaffst das schon und du kriegst es ja auch wieder, bevor die Mutter irgendwas mitkriegt. Und darauf kann ich mich verlassen? Ja, ehrlich. Also, komm, nimm dir was zu schreiben. Was ist ein Keks unterm Baum? Weiß ich nicht. Ein schattiges Plätzchen. Und was ist daran witzig? Hanna, Zeit zur Abendandacht. Wenn Gartenzwerge an ihre Besitzer zurückgeben, kann ich ja auch nicht. Sonst kommt es ja raus, dass unsere Oma sie geklaut hat. Und wissen Sie warum? Nein. Weil ihr langweilig gewesen seid. Ja, wahrscheinlich stimmt das sogar. Sie braucht ganz einfach eine Aufgabe. Und seien Sie doch froh, dass sie noch so rüstig ist. Und überhaupt... Sie sollten sich besser um Ihre Großmutter kümmern. Ja, anstatt Ihren Verfolgungswahn zu frönen, dass Sie nicht der Vater Ihres Kindes sind. Das stimmt aber. Anna! Ja, Sie reden mit Ihrer Frau, Herr Meier. Ehrlich, sie wird Ihnen das nie verzeihen, wenn Sie bei der Geburt nicht dabei sind. Schwester. Sie schaffen das. Ich gehe jetzt beten. Hallo, Herr Wöller? Magdalenenstift, Büro Frau Dr. Reuter? Ich bin's. Hast du das Geld? Nein, ich komme da einfach nicht ran. Aber gleich fährt sie mit Bischof Rossbauer zum Flughafen. Vielleicht dann. Wie Sie meinen, ich begrüße Moment. Ihre Entscheidung, das Klostergelände zurückgekauft zu haben, wenn auch, wie ich annehmen möchte, aufgrund eines doch sehr fragwürdigen Motivs. Was heißt hier fragwürdig? 1000 Tonnen Indium sind ein äußerst überzeugendes Motiv. Aber Ihnen kann man es ja nie recht machen. Hier, Schwester, bringen Sie das bitte zur Bank. Ich habe ungern so viel Bargeld herumliegen, wenn ich nicht im Haus bin. Selbstverständlich.
Mein Gepäck steht ja immer noch da. Oh, Entschuldigung. Lassen Sie nur, Schwester. Ich nehme das mit runter. Übernehmen Sie sich nicht, Herr Rossbauer. Denken Sie an Ihre Bandscheibe. Wie Sie meinen. Und Sie können ruhig auch eine Tasche tragen, ohne dass Ihnen ein Zacken aus der Krone fällt. Ja, könnte ich. Wiedersehen, Exzellenz. Hast du das gehört? So was, sie hat mir das Geld persönlich gegeben. Das ist ein Zeichen des Himmels. Aber wenn sie aus Köln zurückkommt, muss das Geld auf dem Konto sein, hast du verstanden? Ja, jetzt beeil dich, nicht, dass du zu spät kommst. Die Adresse hast du ja. Soll ich dich abholen? Nein, ich muss den Herrn Wöller aus dem Bett holen, also... Wir treffen uns dann beim Haus. Bis gleich. Egal, bis dahin bin ich längst eingetrudelt. Ja, richten Sie dem Direktor Traugott aus, er soll mir einen Bankcheck ausstellen, über 50.000. Nee, mehr brauche ich nicht. Gut, bis gleich. Morgen. Morgen. Na, wenigstens einer. Also bringen wir es hinter uns, hau rein, Kapelle. Ja, bis zum festgelegten Termin müssen wir schon warten. Echt? Hm. Na gut. Aha. Wen haben wir denn da? Eine Nonne. Die können Sie vergessen, die wohnt im Kloster. Aha. Sagen Sie mal, wenn die Bank 120.000 für die Hütte kriegt, dann sind Sie doch happy, oder? Und mehr ist die Bauruine auch nicht wert. Also Bauruine ist ja wohl etwas übertrieben. Grüß Gott, Schwester. Grüß Gott. Wollen Sie etwa mitbieten? Nein, ich nicht. Aber eine Mitschwester von mir und soviel ich weiß, der Bürgermeister. Was? Schwester Hanna und Bürgermeister Wöller? Also, das können Sie vergessen, die Schwester hat doch niemals so viel Geld. Und Wöller, der hat gestern im Ochsen so lange gefeiert, bis in die Puppen. Das können Sie auch knicken. Sagen Sie, das Mindestgebot war doch 90.000, oder? Richtig. Zum Ersten, zum Zweiten? 70.000. Schwester. In bar? Ja, das ist ja schön und gut, Schwester, aber da müssen Sie schon mehr bieten. Hast das letzte Gebot, nicht weniger. Ja. Wieso? Weil die Gebote nach oben gehen müssen, Schwester, und nicht nach unten. Ja. Ach, da schau einer an, der Bürgermeister. 90.000 zum Ersten, zum Zweiten und zum... Moment, Moment, Moment. Haben Sie die 70.000? 100.000. 105. 110. 115. Mein Gott, ist das langweilig. Verkürzen wir das Verfahren. 150.000, ja, und das Bar auf die Kralle. Und der Fall ist erledigt. Zum Ersten, zum Zweiten... Sag mal, 150.000, du spinnst wohl. Na, was sehen meine müden Augen? Ja, bin ich zu spät? Ja, aber keine Sorge, die Immobilie gehört Ihnen. Moment, 160. Oh, Hermann, das sagst du nur, um es mir zu zeigen. 165. 170, aber dann ist Schluss. 180. Herr Wöller? Keine Sorge, ich weiß, was ich tue. 200. 250. 300. 300.000, bist du sicher? Ja, klar. 301.000. Sag mal, spinnst du? 302. Hermann, gib doch auf. Ja, du weißt, du ziehst bei mir eben den Kürzeren. 303. 350.000. Ja, was ist? Du bist dran. Hermann, tut mir leid. Da kann ich tatsächlich nicht mithalten. Gratuliere. Hast gewonnen. Du steigst aus? Das ist mir unsere Freundschaft wert. Ja. Hör ich mehr? Also, 350.000 zum Ersten, zum Zweiten und zum Dritten. Verkauft an Herrn Huber. Also, das war jetzt nicht fair. Du hättest 400 sagen müssen. Ja, da hättest du mich hängen lassen. Hermann, schreib ein Schecklein aus. Ja, danke. Also kommen Sie. Da kann der Bauherr sich aber sehr freuen. Mhm. Wo ist er denn eigentlich? Haben Sie gehört, Frau Lapinski? 350.000. Ja, wir sind gerettet.
Schwester, das haben wir allein Ihnen zu verdanken. Ach, nicht nur mir, sondern auch dem Herrn Wöller, dem jetzigen und zukünftigen Bürgermeister Herr Wöller. Ja, ja. Jetzt können Sie Ihre Schulden abbezahlen. Oh ja. Kleinen Moment, Herr Kirke. Und von dem Rest machen Sie dem Herrn Huber ein Angebot, sagen wir über 250.000, dann gehört das Haus wieder Ihnen. Ja, glauben Sie, der macht das? Ja, im Moment natürlich nicht. Im Moment schmollt er. Aber nach der Wahl bestimmt. Weil da muss er sich bei mir wieder einschalten. Passen Sie mal auf. Ich habe jetzt den Herrn Gierke am Apparat vom Kaltenthaler Boten. Und dem sagen Sie, dass ein gewisser Wöller ihn aus der Patsche geholfen hat. Bitte. Mit Vergnügen. Grüß Gott, Herr Gierke. Danke, Hildegard. Schon gut. Oh Gott, mir ist immer noch ganz schwindelig. Wie du das immer alles schaffst, ist mir ein Rätsel. Die Versteigerung eben, die war ein Duell der Giganten. Haben Sie es gehört? Ja. Moment. Die können doch nicht einfach gehen. Ich meine, das muss doch gefeiert werden. Ich würde sagen, wir fahren jetzt ins Rathaus und essen diesen legendären Käsekuchen mit Käffchen und einem Schuss. Ha? Oh ja. Ja. Ach nein, ich muss ja nach München. Danke. Tschüss, Hanna. Tschüss. Und ich muss ins Theater. Ich habe den Herrn Neufer und seine Inszenierung sträflich vernachlässigt. So, den Herrn Neufer, ja? Warum gehen Sie denn nicht zum Herrn Neufer, wenn Sie irgendwelche Hilfe brauchen? Ha? Herr Wöller. Ihre Eifersucht ist ja geradezu rührend. Rührend, ja, ich eifersüchtig. Aber ich kann Sie beruhigen. Meine Beziehung zu Herrn Neufer ist rein künstlerischer Natur. Ja, ja, platonisch. Ja. Die Nummer kenne ich. Ja. Es dauert zwar etwas länger, hält dafür umso besser. Warum kommen Sie nicht mit mir? Also gut, einen Kaffee und ein Stückchen Kuchen, aber ohne Schuss. Ohne. Sehen Sie, warum nicht gleich so?